Hallo, nach dem wirklich tollen Feedback von euch zu meinem ersten Teil über meinen Weg zur Naturfotografie möchte ich euch heute das zweite Video zeigen. Und auch hier möchte ich über meine Erfahrungen, meine Fehler, meine Lehren, aber natürlich auch meine besonders tollen Momente draußen in der Natur mit euch teilen. Viel Spaß beim Zuschauen! Das letzte Mal aufgehört hatte ich ja Ende 2016, als ich begonnen habe, Fotoworkshops da eben für die Fotoschule Bauer zu leiten. Das waren hauptsächlich, wie gesagt, Workshops im Zoo, aber ich habe ja, vielleicht erinnert ihr euch, auch noch dieses Fotohide gebaut, damit ich auch im Garten Workshops anbieten konnte, Singvögel bei der Fütterung auch selbst fotografieren teilweise. Das war ein sehr angenehmer Nebeneffekt, sozusagen eine Synergie, die ich nutzen konnte. Und das war so das Fototechnische, aber ich meine, es war nicht mein Ziel zum Fotograf werden, das war mir immer irgendwie zu unsicher. Das war primär ein Hobby, in das ich zwar immer mehr Zeit investierte, aber es war ein Hobby und ich war natürlich sehr froh, dass ich mit, ja, dass das irgendwie so ein bisschen in einen Nebenjob sich entwickelt hat durch die Workshops und die Magazine, für die ich gelegentlich mal etwas schreiben konnte, aber mehr war es halt so gesehen als beruflicher Sicht nicht. Ich war immer noch am Studieren und zwar an meinem Master in Biologie inzwischen. Und ich habe dann eine Projektarbeit gemacht, so eine Semesterarbeit. Und das war über die Nährstoffkonkurrenz von Süßwasseralgen, also sowohl Phosphor als auch Stickstoff. Diese Projektarbeit habe ich nicht direkt bei uns an der Uni durchgeführt, sondern an einem Forschungsinstitut, das der Uni angeschlossen ist. Das heißt, es war an einem anderen Ort, sehr streng genommen sogar in einer anderen Stadt. Und es war nicht wirklich weit weg, aber die Verbindungen waren relativ schlecht, ehrlich gesagt. Und es gab ein Tram, aber man musste dann doch noch ein bisschen laufen und das Tram fuhr irgendwie nur alle 10 Minuten oder sogar alle Viertelstunde, was halt für Zürich wirklich untypisch ist. Da fahren sonst alle 7,5 Minuten und meistens hat man ein paar Linien, die man nehmen kann. Ja, man ist sich einfach gewöhnt, dass man alle 3 Minuten ein Tram hat. Ja, diese Forschungsanstalt hat aber glücklicherweise allen Mitarbeitern und auch den Studenten gratis Velos, also für die deutschen Zuschauer sind das Fahrräder, zur Verfügung gestellt. Und das war für mich perfekt. Ich konnte mit dem Zug bis an den Bahnhof fahren. Anschließend habe ich das Velo genommen und hatte dann noch irgendwie 5, 6 Minuten bis zur Forschungsanstalt, je nach Tempo. Und es war eine Forschungsanstalt für Wasser, für Ökologie. Und sie haben dort auch einen kleinen Bach recht frisch renaturiert. Und da habe ich beim Vorbeifahren, erstens hat er mich schon optisch recht angesprochen. Und zweitens habe ich dann immer wieder verschiedene Vögel gesehen, natürlich Bachstelzen, aber auch Eisvögel, die teilweise gejagt haben, Graureiher. Und ja, dann es war eben im Frühjahr 2017, ich glaube von Januar bis März oder so habe ich diese Arbeit gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, ich sollte mal die Kamera mitnehmen. Das ist ja nicht so eine Sache. Tagsüber kann ich sie einfach im Büro lassen, wenn ich im Labor bin. Und versuchen da etwas fotografisch draus zu machen. Hat nicht geklappt. Ich habe es noch einmal probiert. Wieder wirklich, nicht wirklich tolle Fotos. Aber auf dem Rückweg habe ich dann auf einmal ein Hermelin gesehen, das auf einer Wiese gejagt hat. Und das war nicht bei dem renaturierten Fluss, das war irgendwo anders. Und das war eine völlige Zufallsbegegnung. Wenn ich mich richtig erinnere, war das das erste Hermelin, das ich überhaupt gesehen habe. Und das war einfach wahnsinnig, wie das über die Wiese gehuscht ist, immer wieder sich das Männchen gemacht, aufgestellt, ein bisschen rumgeschaut, weiter gehuscht. Ich habe es dann versucht zu fotografieren. Ja, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit den Fotos, aber ich möchte mich auch nicht zu sehr beklagen. Den Aufwand, Ertrag war in dem Sinn ja nicht, der Aufwand war wirklich nicht so hoch für das, was ich schlussendlich hatte. Aber es hat mir wieder eigentlich gezeigt, es kann sich immer lohnen, die Kamera mitzunehmen. Man weiß nie, was einen erwartet.
Für den Sommer 2017 habe ich dann meine erste richtige Fotoreise geplant. Und zwar nicht alleine, sondern solche Sachen machen halt immer zu zweit oder zu dritt mehr Spaß. Und ich hatte einen Gleichgesinnten und das war Florin Leukel. Ich nehme an, alle Zuschauer kennen ihn auch. Ich habe unten auch noch seine Webseite verlinkt. Florin ist ein Jahr jünger als ich, hat zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der ETH bereits studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben uns dann entschlossen, zum zusammen in die Camargue zu fahren. Ich war ja früher bereits in der Camargue, aber ja, dieses Mal war es halt so richtig, dass ja, ich dachte, jetzt habe ich mich so weiterentwickelt, ich möchte dort noch einmal hin und noch einmal dort Fotos machen. Und dann haben wir das alles gebucht, möglichst versucht, die günstigste Variante zu nehmen und sind für eine Woche darunter. Und ich dachte mir einfach irgendwie, so wie ich die Kamera in Erinnerung hatte, mit fliegenden Flamingos, Reihern, Zwergseeschwalben, Flussseeschwalben, ich brauche eine schnelle Kamera. Und das war so ein bisschen das, was mich an meiner 5D Mark III am meisten gestört hat. Das etwas langsame Serienbild mit 6 Bildern pro Sekunde. Ich habe dann ein bisschen überlegt und habe mich entschieden, eine Occasion 7D Mark II zu kaufen. Und bin dann aber mit dieser Kamera nicht wirklich warm geworden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, selber schuld, von einer Vollformat zurück auf eine APS-C, was willst du da erwarten? Es war nicht die Bildqualität. Ich habe erwartet, dass sie ungefähr einen Lichtwert schlechter ist, was das Bildrauschen und so angeht. Erstens, es war nicht nur das Bildrauschen, was mich mehr erstaunt hat, war wirklich die Farbwiedergabe, die schlechter war. Aber mit dem konnte ich gut leben. Das Problem war der Autofokus. Die 7D Mark II hatte zwar einen Dual-Prozessor, also wirklich zwei Prozessoren drin, nicht einen Zweikern, einen Doppelprozessor wie die 1DX-Serie. Und sie hat den Autofokus am Objektiv merklich schneller angetrieben als meine 5D Mark III, aber sie hat einfach nicht getroffen. Und das fand ich extrem frustrierend. Also sie hat gut getroffen, wenn es sonnig war. Aber ihr kennt es, als Tierfotograf ist man häufig nicht bei knallhartem Sonnenschein unterwegs. Und sobald es irgendwie etwas bewölkt war oder ein bisschen im Gegenlicht, was eh immer schwierig ist für den Autofokus, da hat die Kamera einfach nichts mehr getroffen. Da waren so viele Bilder unscharf, das war wirklich deprimierend. Und ich habe sie dann sogar zu Canon gebracht, um sie einmal anschauen lassen, mit dem Kommentar, meine originale 7D war eigentlich besser. Dann kam zurück, ja, das wissen wir, das ist normal. Also ich muss sagen, das war für mich der größte Fehlkauf, was Kamera-Equipment angeht. Das Gute ist, ich konnte sie später relativ, die Kamera an sich war nicht kaputt, es war einfach das Modell, das halt nicht so einen guten Autofokus hatte. Ich konnte sie dann weiterverkaufen. Ich hoffe, der anschließende Besitzer, der hat nicht Tierfotografie gemacht, sondern sie als Allround-Kamera genommen. Ich hoffe, der war dann doch noch zufrieden. Nun, für die Camargue wäre ich wieder mit meiner alten Kamera, mit der 5D Mark III gewesen. Doch zum Glück konnte ich da von der Fotoschule, an der ich gearbeitet habe, eine 1DX ausleihen. Und Florin hatte auch die 1DX und das war für mich halt einfach eine Traumkamera. Klar, irgendwie 4 Megapixel weniger als die 5D Mark III, aber in der Realität habe ich das nicht wirklich gemerkt. Und die Kamera war wirklich doppelt so schnell, der Autofokus war besser. Ich hatte einen Puffer, der eigentlich unmöglich war, zum überhaupt füllen, zumindest in meinen Augen. Und ich mag das Handling von den 1DX-Kameras. Es kann mühsam sein, wenn man bodentief runter will, wenn man lange Wanderungen macht, aber irgendwie, man hat auch das Gefühl, man hat eine richtige Profikamera in der Hand. Der Sucher ist gerade noch einmal größer. Man kann noch mehr Knöpfe einstellen, gut jetzt bei der R5 auch, aber verglichen mit der 5D Mark III. Und die hatte ich dann in der Camargue im Einsatz. Anschließend bin ich noch mit meiner Schwester und Mutter nach Norwegen gefahren. Dort waren wir im Dovrefjell einige Tage unterwegs, bei den Moschusochsen, Blaukehlchen, Rotschenkel. Und anschließend auf der Vogelinsel Runde, die vor allem für die Papageitaucher bekannt ist. Und auch dort war ich so froh, konnte ich die 1DX noch einsetzen, denn erstens hatte man da nicht viel Licht und das heißt, ich war sehr froh über die guten
ja, High-ISO-Kapazitäten der 1DX. Und Papagei-Taucher im Anflug, das ist eine Herausforderung für jede Kamera. Und da war ich wirklich froh, konnte ich diese noch benutzen. Also an dieser Stelle noch danke, Dominik, für deine Unterstützung in diesem Sinne. Ja, die Ferien waren dann leider auch irgendwann vorbei und ich musste mir langsam Gedanken machen, was ich so als Masterarbeit mache. Allerdings musste ich mir nicht wirklich lange Gedanken machen. Es war klar, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich habe sie dann über die Populationsdynamik der Alpenschneehühner oder des Alpenschneehuhns gemacht. Das war leider relativ wenig Feldarbeit. Das war ein wenig im Labor, wenn man so möchte. Eine Altersbestimmung von toten Schneehühnern. Aber ansonsten war es größtenteils Arbeit vor dem Computer. Modelle erstellen, sogenannte Habitatsmodelle. Und es hat mir eigentlich Spaß gemacht, dieses, ja, als das andere Denken. Aber irgendwie, zumindest gegen Ende, war ich auch ein bisschen ausgelaugt und ja, habe mich dann auf die nächsten Ferien auch schon wieder gefreut, habe die dann begonnen zu planen. Und ich glaube, einen Monat bevor ich dann in die Ferien bin, habe ich dann in der Mittagspause irgendwo gesehen, dass es für die 5D Mark IV eine Cashback-Aktion gibt. Da habe ich dann nicht lange gezögert, ich habe zugeschlagen und 3 Tage vor Abgabe von meiner Masterarbeit hatte ich irgendwie gerade, ja, stand mir das Wasser bis hier und ich bin einfach schnell hoch, nur für 3 Stunden oder so, Schneehühner suchen und es hat geklappt, ich konnte fotografieren, ein bisschen ein Feeling für die Kamera kriegen. Das finde ich auch immer sehr wichtig, bevor man auf eine größere Reise geht, auf einen Trip, irgendetwas, immer die Kamera kennenlernen. Ich bin in den meisten Fällen der Überzeugung, man macht mit der alten Kamera, die man blind bedienen kann, die besseren Bilder als mit der neuen, die man nicht kennt. Denn man kennt von der alten die Stärken, die Schwächen, man weiß, wo jeder Knopf ist und so weiter. Und das ist so viel wert. Deshalb kauft euch nie eine Kamera am Tag, bevor ihr in die Ferien geht. Am Schluss werdet ihr es nur bereuen. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja, nun war ich mit der neuen Kamera aber definitiv ausgerüstet für die Fotoferien. Diesmal ging es mit Urs Zimmermann in den Norden, und zwar nach Texel in den Niederlanden. Auch da, wir konnten wirklich tolle Fotos machen während dieser Woche. Das Klima hat mir in der Camargue im Jahr zuvor besser gefallen, muss ich sagen. Natürlich, Südfrankreich im Sommer ist nicht das gleiche wie Niederlande im April. Dafür war das Bier oben auch ganz gut, also ich will mich nicht beklagen. Gerade als die Ferien sich zum Ende zuneigten, musste ich mir dann ein bisschen überlegen, was ich mache. Ich meine, ich hatte jetzt den Master abgeschlossen, was kommt dann? Ich hätte mich fast in Texel noch für eine PhD-Stelle, die ausgeschrieben war und die eigentlich recht gut zu meinem bisherigen Profil ist, vielleicht übertrieben, aber zu dem, was ich während meiner Masterarbeit und so gemacht habe, hätte das recht gut gepasst. Ich hätte mich da fast auch beworben. Aber irgendwie wollte ich mich nicht verpflichten, 4 Jahre an einem Projekt zu arbeiten, das halt doch wieder hinter dem Computer stattfinden würde. Ich war mir nicht sicher, auch mit 23 einen Doktor anfangen, ob das vielleicht zu früh ist, ob ich es fast nur aus Bequemlichkeit machen würde und dann bereuen, wenn es wirklich einmal die ersten Widerstände gibt. Etwas anderes, das ich mir überlegt habe, beruflich gesehen, war die Gymnasiallehrerausbildung zu machen. Ich habe ja schon Workshops unterrichtet, irgendwie unterrichten hat mir gefallen, Biologie gefällt mir offensichtlich. Und dann habe ich mich entschieden, im September dann das Lehrdiplom zu beginnen. Habe mich dort eingeschrieben, um den Sommer zu überbrücken, sage ich mal. Das war mein erster Sommer, wo ich wirklich komplett frei hatte, glaube ich. Habe ich mich dann mit Dominik von der Fotoschule Bauer abgemacht, dass ich bei ihm ein Praktikum mache im Studio, dass ich auch einmal, ja, mich hat es einmal interessiert, Studiofotografie kannte ich nicht so und Auftragsfotografie einmal dort, ja, reinzuschnuppern. Und dann kam aber völlig überraschend die Anfrage von der Vogelwarte Sempach, ob ich denn nicht Lust hätte, ein Praktikum bei ihnen zu machen, bei dem es ging, den Schneesperling, eine alpine Singvogelart, zu beobachten, nachzuweisen, ein bisschen die Habitatsansprüche besser zu verstehen und so weiter. Und natürlich, ich war dabei. Ich konnte das andere Praktikum
zum Glück problemlos absagen. Ja, das war kein Problem. Auch da bin ich wieder sehr dankbar an Dominik, dass das so reibungslos und ohne irgendetwas ging. Das heißt, ich habe dann mein Praktikum an der Vogelwarte gemacht und das waren unglaublich tolle 3 Monate. Ich hatte auch das Glück, dass halt derjenige PhD-Student, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dessen Projekt es war, dass ich mich mit dem halt echt toll verstanden habe. Ich habe dann auch irgendwie 3 Tage pro Woche bei ihm gewohnt, da es logistisch einfacher war, er je nachdem 1 Tag pro Woche noch bei mir übernachtet, da ich ja in den Bergen lebe. Ja, und wir waren sehr viel draußen. Dadurch bin ich auch richtig fit geworden durch so viel Wandern. Ich hatte zwar vorher schon abgenommen, da ich ein bisschen in bessere Form sein wollte physisch, aber durch das Praktikum habe ich dann natürlich noch einmal etwas Kondition aufgebaut. Wir mussten da teilweise zum Nistkästen kontrollieren, auch Leitern den Berg hochtragen. Also es war wirklich, war eine tolle Zeit. Ja, dieses Praktikum war dann Mitte August oder so fertig. Und Mitte September sollte dann auch mein Lehrdiplom schon beginnen. Und dann habe ich ziemlich spontan mit Chris Kauler getroffen. Und das erste Mal getroffen und kennengelernt. Wir hatten vorher nur einmal über Facebook 1-2 Mal hin und her geschrieben und er war gerade in der Schweiz auf der Durchreise zurück nach Österreich. Ich bin ja wohne im Osten der Schweiz, das heißt, das hat sich relativ gut ergeben. Wir haben uns an einem Nachmittag getroffen, um dann Tannenherr zu fotografieren. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wessen Schnapsidee das war. Ich glaube, wir haben uns so gegenseitig ein bisschen hochgepusht. Naja, jedenfalls, wir kannten uns eigentlich vorher noch gar nicht und ich glaube, es war nach einer Viertelstunde oder so, war die Idee geboren, wir sollten doch nach Skandinavien gehen nächsten Winter und dort fotografieren. Und ja, was völlig verrückt tönt, ist, wie ihr vermutlich wisst, dann auch tatsächlich Realität geworden. Wir haben dann etwas begonnen zu planen. Ich bin eine Woche oder 2 Wochen später zu Chris nach Wien für 4 Tage. Mit dem Nachtzug, momentan schwer vorstellbar, dass so etwas kürzlich noch ging, vor ein paar Jahren. Habe dann die ersten Vorlesungen meines Lehrdiploms natürlich schon verpasst. Ja, etwas, das mir kurzzeitig wieder entfallen ist, aber vielleicht auch noch interessant. Als ich mit Chris in Wien war, wie gesagt, hauptsächlich um unsere Skandinavienreise zu planen, hat er mir sein 400mm Blende 2.8 der zweiten Generation ausgeliehen. Das war wirklich cool und ich habe dann die 2 Tage, 3, an denen wir ein bisschen fotografiert haben, eigentlich mit dem gearbeitet. Ich hatte ja noch meinen 500mm der ersten Generation, das ich mir gekauft habe und eben dachte, das hält dann mal für 20 Jahre. Und ich war wirklich hin und weg. Der Bildstabilisator war so viel besser über meinem 500mm Objektiv und ihr wisst vielleicht, ich fotografiere sehr wenig, sehr ungern mit einem Stativ. Ich finde, es schränkt mich zu sehr ein. Und dann war für mich so der Entschluss gefallen, ja, wenn wir jetzt 2 Monate nach Skandinavien gehen und uns da der Kälte und weiß nicht, was alles für Bedingungen aussetzen, dann möchte ich schon das bestmögliche Equipment haben. Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem gebrauchten 400mm 2.8. Ja, immer wieder diese typischen Seiten durchgeschaut und dann eines Abends auf einmal ein 600mm Blende 4 gesehen, der zweiten Generation. Kurz überlegt, mit Chris telefoniert, mit Florin telefoniert, um mir ein bisschen, ja, es war doch einiges an Geld. Ich wollte die Meinung irgendwie noch, ein bisschen Meinung von anderen Leuten hören, auch von denen, die sich bewusst für ein 400er entschieden haben. Und schlussendlich bin ich dann zum Schluss gekommen, eben dank auch anderer Unterstützung noch, dass für meinen Stil von der Fotografie eigentlich das 600er sehr gut geeignet ist. Ich mache viel Vogelfotografie und häufig scheue Vögel. Ich mache nicht so viel Habitatsaufnahmen, auch wenn ich es mehr machen sollte. Und da ist das 600er für mich einfach die beste Linse. Ja, und so habe ich mir diese gekauft. Und diejenige Person, die sie mir verkauft hat, ist dann noch durch die halbe Schweiz gefahren mit dem Zug, hat sie mir vorbeigebracht im Originalkoffer. Ich konnte das Objektiv einfach mal in die Hand nehmen, kurz durchschauen mit der Kamera, ob alles tut. Wir haben einen Kaffee getrunken. Ja, und das war so ein richtig tolles Gebrauchtkauferlebnis,
denn ich habe schlussendlich noch ungefähr die Hälfte vom Originalpreis gezahlt und ja, konnte noch mit einem anderen Mensch plaudern, hatte wirklich ein gutes Gefühl nachher mit dem Objektiv. Und ja, ich meine, mit dem gesparten Geld, ich glaube, so viel Ferien habe ich seitdem nicht mehr gemacht, dass das weg wäre. Ich habe das erste Semester meines Lehrdiploms normal gemacht, dann ein Semester lang Pause. In der Zeit eben mit Chris 2 Monate nach Skandinavien. Am 1. März ging es los, voll bepackt. Und am 1. Mai sind wir wieder zurückgekommen. Und das waren einfach unglaublich viele tolle Erlebnisse mit Rentierbeobachtungen, mit Polarlichtern, Bartkäuzen und so weiter. Ich möchte hier nicht zu stark darauf eingehen. Ich habe mit Chris schon 2 Rückblicke darüber gemacht. Wir haben Videos über das Fotografieren der Enten, der Scheckenten und Prachteilerenten auf Waranger gemacht. Die findet ihr alle unter meinem Kanal. Also wenn es euch das interessiert, schaut doch unbedingt vorbei. Ja, und es war eine unglaubliche Zeit in Skandinavien. Wir waren einfach extrem viel draußen. Eben, wir haben unsere YouTube-Kanäle eigentlich dort gestartet. Wir hatten halt auch wirklich die Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen zum Sprungbrett für unsere beiden fotografischen Karrieren, wenn man so möchte, werden könnte. Haben deshalb wirklich viel Zeit investiert. Das war wirklich unglaublich toll. Und ja, passend zu unseren Geburtstagen, Anfang Mai waren wir wieder zurück. Ja, und mit dieser tollen Skandinavienreise möchte ich auch aufhören. Dann habt ihr gleich die Gelegenheit, diese Videos euch noch anzuschauen. Wie es dann nach Skandinavien, zumindest bei mir, weiterging, möchte ich euch dann in einem dritten und auch letzten Teil dieser Serie erzählen. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß, sei es draußen in der Natur beim Fotografieren, Vögel beobachten oder einfach nur spazieren. Macht's gut, bis bald, ciao!